Als ein Mann einer ganz normalen Ziege begegnete, war er schockiert, weil sie nicht ganz so normal war, wie sie hätte sein sollen. Was war so ungewöhnlich an dem Tier? Bleib dran, denn ich werde es dir gleich erzählen. Wenn wir von diesen ungewöhnlichen Tierfreundschaften hören, denken wir meistens, dass es sich um Tiere handeln muss, die einige Zeit in der Nähe von Menschen verbracht haben, um deren Art, sich um andere Arten zu kümmern, übernommen zu haben. Dabei kommen uns Tiere wie Hunde und Katzen in den Sinn, da sie die meiste Zeit mit Menschen verbringen. Aber die ungewöhnliche und bemerkenswerte Freundschaft, von der ich dir heute erzählen werde, geschah zwischen einer Ziege und einem kleinen Wesen, das du vielleicht nicht erwartet hättest. Die Geschichte ereignete sich im November 2016 in der ostchinesischen Provinz Jiangxi, in der ein Bauer namens Song Shu im Landkreis Tonggu lebte. Er war Ziegenzüchter und liebte nichts mehr als seine Tage in den abgelegenen Bergen und Wäldern zu verbringen, während er seine Ziegenherde hütete. Doch als eine seiner Ziegen mit einem unerwarteten Gast auftauchte, war er ziemlich überrascht. Sein Tag begann wie gewöhnlich. Er stand auf, frühstückte und machte sich auf den Weg zu den Feldern, um seine Ziegen vor möglichen Raubtieren zu schützen, die in der Nähe lauerten. Die Arbeit des Bauern war relativ einfach und deshalb glaubte er, dass sein Tag so ereignislos und alltäglich wie immer sein würde. Irgendwann, nach dem Mittagessen, entspannte sich Zong, als er plötzlich etwas Seltsames auf dem Rücken einer seiner Ziegen bemerkte. Von dort, wo er saß, sah es aus, als würde sich ein winziges Wesen an den Hals des Tieres klammern. Aus Sorge, dass seine Ziege verletzt sein könnte, beschloss der Bauer, sich dem Tier zu nähern. Als er nahe genug war, stellte er fest, dass die Ziege es irgendwie geschafft hatte, einen kleinen Anhalter in Form eines Affenbabys mitzunehmen. Der winzige Primat schlief auf dem Rücken der Ziege und hatte seine Arme fest um den Hals geschlungen, damit er nicht herunterfallen konnte. Aber noch erstaunlicher war, dass es der Ziege nichts auszumachen schien, ihren neu gefundenen Freund zu transportieren. Der Bauer erzählte, dass er den Affen und die Ziege 5 Tage lang beobachtete, wie sie zusammen über das Feld liefen und sich nie zu weit voneinander entfernten. »Der kleine Affe ist seit etwa 4 oder 5 Tagen hier. Es scheint, dass er sich bei den Ziegen sicher fühlt. Jedes Mal, wenn ich nachts kam, um die Ziegen in den Stall einzuschließen, fand ich den Affen entweder auf dem Rücken dieser oder jener Ziege. Ich versuchte ihn mit Bananen zu füttern, aber er fraß nicht und hielt sich an der Ziege fest«, erzählte Song. Der Affe war zu ängstlich, um sich dem Menschen zu nähern, egal wie oft der auch versuchte, ihn mit Futter und Leckereien zu bestechen. Trotz aller seiner Bemühungen rannte das Affenbaby, sobald es den Bauern sah, zu der Ziege und versteckte sich hinter ihr. Das wäre genau das gewesen, was das Tier mit seiner Mutter gemacht hätte, wenn sie noch da gewesen wäre. Es stellte sich heraus, dass das Affenbaby leider seine Mutter verloren hatte. Es ist nicht bekannt, wie oder was ihr zugestoßen ist, nur dass sie nicht mehr da war, um sich um ihr Baby zu kümmern. Weil das Baby so klein und hilflos war, hatte es beschlossen, sich einen Ersatzelternteil zu suchen, der sich kümmern konnte, bis es alt und groß genug war, um sich selbst zu verteidigen und zu ernähren. Die Ziegenherde schien sich trotz des Artenunterschieds überhaupt nicht an ihrem neuen Freund zu stören und ließ ihn fröhlich auf ihre Rücken klettern. Der Affe folgte den Ziegen sogar auf die Weide und schlief in der Nacht mit ihnen. Die Tiere waren unzertrennlich. Auch die Ziege schien nichts gegen ihr neues Pflegebaby zu haben und kümmerte sich, als wäre es ihr eigenes Kind. Leider konnte die Ziege das Affenbaby nicht mit den Nährstoffen versorgen, die es brauchte, um zu einem starken und gesunden Erwachsenen heranzuwachsen. Und da das Baby sich dem Bauer nicht nähern wollte, konnte er dem Tier auch nicht geben, was es brauchte.
Da er wusste, dass das Baby gesundheitliche Probleme bekommen könnte, wenn nicht bald etwas unternommen wird, rief der Bauer die örtliche Wildtierschutzbehörde des Kreises Tongu an und informierte sie über die Situation. Nachdem sie alle möglichen Ideen besprochen hatten, was mit dem ungewöhnlichen Duo geschehen sollte, kam die Wildtierschutzbehörde schließlich zu dem Schluss, dass es das Beste für den Affen wäre, ihn zu seinen Artgenossen zu bringen. So könnte der Affe in einer sicheren Umgebung aufwachsen und alle sozialen Fähigkeiten erlernen, um mit Artgenossen zu interagieren. Leider bedeutete dies, dass die Ziege und der Affe getrennt werden mussten, da das Tierbaby in den nahegelegenen Zoo gebracht werden sollte. Nachdem die Entscheidung gefallen war, wurden die Menschen, die die Beziehung zwischen Ziege und Affe im Internet verfolgt hatten, darüber informiert, was nun passieren würde. Viele Menschen hatten unterschiedliche Meinungen dazu. Einige meinten, dass die Ersatzfamilie in Ruhe gelassen werden sollte, da der Affe eine Bindung zu der Ziege aufgebaut hatte und ohne sie möglicherweise verzweifelt wäre. Andere meinten, es sei zwar traurig für die Tiere, aber das Beste, denn so könne das Baby mit seiner eigenen Art zusammen sein und die wichtigen Fähigkeiten erlernen, die es zum Überleben braucht. Was denkst du, wie die Entscheidung hätte ausfallen sollen? Es ist nicht das erste Mal, dass eine Beziehung zwischen verschiedenen Arten zustande kommt. Und natürlich sind die Menschen fasziniert, wenn zwei verschiedene Tierarten zusammenarbeiten und zusammenleben, als wären sie beste Freunde. Und je ungewöhnlicher, desto besser. Es gibt viele Gründe, warum diese Beziehungen entstehen können. Manchmal ist es ein gegenseitiger Vorteil, wenn die beiden Arten aufeinander aufpassen, um sich gegenseitig vor Raubtieren zu schützen. In anderen Fällen ist es ein elterlicher Instinkt, der ältere Tiere dazu veranlasst, sich um jüngere zu kümmern, egal welcher Art sie angehören. Diese Instinkte sind unglaublich schwer zu überwinden, deshalb ist es meistens ein weibliches Tier, das ein anderes adoptiert. Es gibt keine Grenzen für die erstaunlichen Dinge, die Tiere auf der ganzen Welt füreinander tun können. Und auch wenn nicht alle Beziehungen so niedlich sind wie die zwischen der Ziege und dem Affenbaby, sind sie doch alle wichtig und zeigen uns, dass Tiere viel mehr Emotionen und tiefere Gefühle haben, als wir Menschen ihnen vielleicht zutrauen. Auch wenn sich dieses niedliche Duo schließlich trennen musste, endet nicht jede ungewöhnliche Tierbeziehung auf gleiche Weise. Tatsächlich gibt es viele Tierpaare, die den Widrigkeiten trotzen und zusammenbleiben, auch wenn es manchmal nicht die beste Idee ist. So wie die wilde Löwin in Kenia, die mehr als einmal ein Antilopenbaby adoptiert hat. Auch wenn wir das für unglaublich halten, zeigt es doch, dass selbst Tiere ihre räuberische Natur überwinden können, um sich um andere Tiere in Not zu kümmern. Hast du schon einmal eine ungewöhnliche Tierbeziehung erlebt? Lass es mich in den Kommentaren unten wissen. Wie erstaunlich war das? Nun, das war's für heute, Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr vergesst nicht, es zu liken und zu abonnieren, um weitere unglaubliche Inhalte zu erhalten. Und wenn du es nicht erwarten kannst, dann schau doch einfach auf unserem Kanal vorbei, um viele weitere inspirierende Geschichten zu sehen.